Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Ja, wieder nur ein bisschen abreagiert. Im Ernst, ich habe mir jetzt einen Guide angeguckt, wie man den Typ machen soll, weil wenn ich mich so sehr gegen den aufrege, dann ist es mir auch egal. Ja, ihr könnt mir Mittelfinger zeigen und mich Arschloch schimpfen, aber das ist mir jetzt vollkommen egal. Ich habe jetzt ein paar Einstellungen umgenommen, ich habe auch ein paar dieser Abilie-Dinger da verwendet. Ich habe jetzt hier die ganzen Luftattacken zusätzlich ausgerüstet. Und ja, ich soll wohl blocken bei denen. Also die letzte Phase soll wohl so verlaufen, wie ich es die ganze Zeit, die letzten Male gemacht habe. Einfach im Kreis rennen und nicht stehen bleiben. Dann ein Stück davor, wo er immer wieder so von Wand zu Wand geht, soll ich wohl auf der von ihm aus linken Seite immer sein. Dann der erste Move, wo er sich im Kreis dreht, da soll ich mich eben auch im Kreis drehen und eventuell springen. Aber danach darf ich ja auf jeden Fall nicht springen. Und wenn er die ganze Zeit so ballert, muss ich nur blocken. Ich hoffe, ich denke daran. Ja, und wenn er jetzt einen blauen Laser macht, ihn nicht angreifen und immer nur porten, wenn ich es kann. So viel dazu. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht wieder. In diesem Guide hat der Typ übrigens keinen Drive-Modus oder sonst irgendwas verwendet. Und hat trotzdem kaum Schaden genommen, aber der hat ja auch eine Lebensleiste, die doppelt so groß ist als meine. Du hättest uns nicht verraten sollen. Ja, ziemlich viel in den Kampf habe ich schon richtig gemacht, was der im Guide gesagt hat. Also habe ich eigentlich schon alles richtig erledigt, bis aufs Blocken. Ja, genau. Genau. Jetzt lädt er nach, jetzt kann ich ihn angreifen. Ja, guckt. Genau. Ja. Ja. Aua. Sieht doch gleich viel besser aus, so. Wird abgewehrt. Weg da, Goofy! Die einzigen Probleme, die ich bei meinen Runs nicht gemacht habe, ist die Luftkompass ausgerüstet und geblockt habe ich nicht. Und ansonsten habe ich fast alles richtig gemacht. Aber zu früh. Ja, er hat nur so getan. Aber jetzt lädt er nach, jetzt kann ich angreifen. Boah. Sollte vielleicht nicht heilen. Gut. Das war ein falscher Block. Genau, wenn er das macht, ihn nicht angreifen, sondern immer nur das hier. Penner. Ja, jetzt wird danach, jetzt kann ich gehen. Oh nein, zu früh. Er lädt nach, okay. Jetzt lädt er nach. Gut. Ja, es funktioniert doch. Nein. Na, wenn er das macht. Das hier. Du Penner.
Genau das. Hallo, ja, danke. Oh gut. Oh nein. Okay. Ah, ich war zu langsam. Ich bin auf der falschen Seite gestanden. Hätte ich stehen müssen. Und jetzt hier einfach immer in Bewegung bleiben. Nimm es selber. Das Teil fliegt ja rum. Ne, nicht mehr. Du cleverer kleiner Gauner. Ah. Gut. Stell dich eigentlich nicht so blöd an, aber ich schaff's trotzdem nicht. Genau. Ja. Oh, Mist. Jetzt im Kreis rein. Nicht stehen bleiben. Ich traue mich nicht, den Drive-Modus einzusetzen. Ich mach das schon wieder. Nein! Warum hält Goofy mich auf, dieser Idiot? Okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich will ihn doch nur angreifen. Oh, so bringt der Modus ja gar nichts. Nein, 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 nein. Ich habe keinen High Potion mehr. Kann nicht mehr heilen, bitte. Danke, Donald. So. Genau, ich heiße Sora und nicht Roxas. Oh, danke. Nur wegen dem Guide. Und dem Blocken. Scheiß Bastard.
Warum hast du mich Roxas genannt? Das wüsstest du wohl gern. Warte! Nicht! Sie brauchen unsere Hilfe! Sora und Riku sind vereint. Für uns gibt es hier nichts zu tun. Ich frage mich, ob Riku je wieder der Alte sein kann. Riku hat diese Form gewählt, um die Mächte der Dunkelheit zu nutzen. Leicht wird es nicht. Kairi, bitte halte durch! Boah, was für ein ekelhafter Bosskampf das war. Ich gehe jetzt zurück, speichern den Tisch hier auf, weil ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich habe jetzt den ganzen Bosskampf am Stück aufgenommen, immer mal wieder so zwischendurch Pause. Oh, was für eine Mistkröte. Gut, dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts 2. Kurze Folge heute, aber naja, macht ja nichts. Wenigstens habe ich den Boss endlich in den Dreck gezogen, ja, aber ihn endlich kastriert. Der wird nie wieder seine Kinder in die Welt setzen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!